Ich freue mich riesig darauf, dass in Linz eine Weltpremiere geben wird. Zwar, ich habe ein neues Stück komponiert. Das ist Literatur, die mich inspiriert hat. Vier Stücke, vier Präluden. Und in jedem Prälude erzählen wir von einem Schriftsteller, von einem Buch. Und zwar, der erste heißt Zitata. Es ist ein Hommage zum Hermann Hesse. Zweite Prälude ist Weiße Nächte, der berühmte Roman von Dostoevsky. Der dritte ist das interessante kurze Roman von Kafka, Die Verwandlung. Und das vierte ist der französische Meisterstück von Camus, Der Fremde. So, es ist komponiert für einen Saxophonquartett, für Soprano, Alto, Tenor und Baritonsaxophon. Der berühmte Rascher-Quartett wird zu Gast sein. Und natürlich freue ich mich ganz besonders, dass das tolle Orchester von Brucknerhaus Linz das Uraufführung machen wird. Und das super Freund von mir und ein genialer Dirigent, Dennis Russell Davis, am 30. November das alles dirigieren wird. Neben dieser Weltpremiere spiele ich auch als Soloist in diesem Konzert. Und zwar von Mozart, das Klavierkonzert A-Dur, Kirchhoff-Fassan ist 4:14. Ich freue mich, euch zu sehen.